Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Multiband FX2 und das Multiband FX3. Was ihr damit machen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir einfach mal los. So, das ist das das Multiband FX2 Device. Gehen wir mal ganz kurz drüber. Ein-Ausschaltknopf, der Preset-Knopf, dann der Name des Devices, die Fernsteuerung, die Remote Controls und die Möglichkeit, Modulatoren einzubinden. So, und das eigentliche Device fängt oben an mit zwei Containern für Low und High, also tiefe Frequenzen und hohe Frequenzen. Darunter sind, dazu komme ich gleich nochmal, darunter mit der Bezeichnung Bands kann man diese Bereiche hier verstärken oder die Lautstärke abschwächen, entweder in den Low oder in den Highs. Und zwar kann man bis zu 18,1 dB verstärken und bis minus unendlich abschwächen. Das bedeutet bis zur absoluten Stille. Und dieses Display hier unten drunter ist das Wichtige, denn damit bestimmt man, was Low und was High ist an Frequenzen. Ich habe hier jetzt die Grenze von 315 Hertz eingestellt, das heißt alles unterhalb von 315 Hertz Richtung 0 wird als Low bezeichnet und alles über 315 Hertz wird als High bezeichnet. Und als letzten großen Regler, es gibt den Mixregler, wenn der ganz auf 100%, also ganz nach rechts ist, auf 17 Uhr, dann ist das Signal voll mit allen Effekten, die ich hier definiert habe, und also wet. Und wenn ich ihn ganz runter auf oder ganz nach links auf 7 Uhr drehe, also 0%, dann habe ich wieder das Originalsignal. So, ich habe hier einen Polysynth definiert mit folgendem Sound. So, das ist mein Sound vom Polysynth. Und jetzt bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, alles unter 315 Hertz im Low-Bereich soll nochmal die ganz tiefen Frequenzen abgeschnitten bekommen und im höheren Bereich auch nochmal eine ganze Menge an Sounds abgeschnitten bekommen. So, dann habe ich dann noch ein Tool-Device hinten dran gehängt, um hier auch alles auf Mono zu stellen, sodass der tiefe Bereich alles immer im Mono spielt. In den High-Frequenzen habe ich zusätzlich einen Blur-Device reingelegt, um das Stereofeld noch breiter zu machen und noch einen Reverb, um so ein bisschen mehr Raum zu erzeugen. So, das Originalsignal klingt so und das Signal, wie es nach der Bearbeitung klingt mit dem Multiband FX, klingt dann so. Wenn man den Mixregler auf 7 Uhr lässt. So, ich drehe mal auf 100%. Nochmal im Vergleich. So, und jetzt kann man die verschiedenen Bänder, ich mache jetzt einfach mal die tiefen Bänder raus, dann hat man nur die hohen, alles ab 315 Hertz. Das heißt, hier hat man so ein bisschen die Stereoerweiterung und den Hall. Und das gleiche kann ich jetzt machen, indem dass ich die Low-Frequenzen mir nur anhöre. So, und beides zusammen wieder. Muss ich den hier wieder normal reinstellen. Na, Doppelklick. So, den Multiband FX kann ich natürlich auch in den Container von dem Polysynth reintun und kann das Ganze als Preset abspeichern. So, jetzt kann ich das auch machen, zum Beispiel bei einem Sample. Wenn ich einen Synthesizer, einen Software-Synthesizer vorne dran habe, zum Beispiel wie den VST, wo ich dieses Sample hier gemacht habe, dann kann ich schon mal eine ganze Menge im Vorfeld einstellen und machen und tun, auch mit den Frequenzen. Aber ich kann dann noch mit dem Multiband FX noch ein paar Sachen mehr machen. Und zwar, hier habe ich den Multiband FX3 Container
Der sieht ein bisschen erweitert aus, ist aber im Prinzip dasselbe Prinzip. Ich habe hier drei Container, Low, Mid und High. Das heißt, Mid ist hier dazugekommen. Tiefe Frequenzen, mittlere Frequenzen, hohe Frequenzen. In diesem Display sehe ich dann, wo die Grenzen verlaufen, rein optisch. Und hier unten sehe ich dann, okay, alles, was tiefer als 171 Hertz ist, das gehört zu den Low-Frequenzen. Und alles, was höher als 1,74 Kilohertz ist, gehört zu den hohen Frequenzen. Und alles, was dazwischen liegt, zwischen 171 und 1,74 Kilohertz, das sind die mittleren Frequenzen, also dieses mittlere Frequenzband. Diese bunten Punkte, rote, gelbe und blaue Punkt, die kann ich hier benutzen, um das entsprechende, also hier das Low-Band, die Lautstärke zu verstärken, wieder um 18,1 dB oder um sie komplett stillzustellen. Das geht hier quer durch die Bank mit Low, Mid und High. Und dann natürlich nicht zu vergessen den Mixerregler, der, wenn ich den auf 0% auf 7 Uhr habe, dann kommt das Originalsignal durch und auf 100% dann alle Effekte, die hier drin sind. So, ich habe jetzt, ich drehe den mal raus und ich habe hier jetzt einfach mal das Sample, das spiele ich mal ganz kurz an. Zum Beispiel. So, jetzt bin ich hingegangen, habe in den tiefen Frequenzen mal wieder ein Tool reingepackt, um das Ganze auf Mono zu stellen, habe aber jetzt hier noch so einen Classic LFO Modulator reingetan, den auf ein Viertel gestellt und von Bipolar auf Unipolar, also dass er nur auf in eine Richtung, wenn ich hier ja Bipolar anklicke, dann macht er ja den Plus und Minus 1 und so macht er nur zwischen 0 und Plus 1, sodass er quasi nur in eine Richtung geht und habe hier den Lautstärkeregler moduliert mit dieser Sägezahnwelle. Das heißt, der pumpt mit dieser Sägezahnwelle jetzt die Lautstärke immer hoch und geht dann wieder zurück. Und dann habe ich hier unten noch diesen Verlauf, wie er das macht, mit einer konvexen Kurve versehen. Im mittleren Bereich bin ich hingegangen, habe wieder ein Tool reingemacht, habe jetzt aber nichts an der Stereobreite geändert, habe wieder einen Classic LFO reingemacht, habe diesmal einen Viertel genommen, aber diesmal Triplets und eine Rechteckwelle. Auch wieder auf Unipolar, also von 0 bis 1 und habe hier die Lautstärke moduliert. Das heißt, der macht jetzt in Viertel-Triplets die Lautstärke auf und zu, ziemlich hart. Dahinter habe ich dann einen Reverb gepackt für ein bisschen Raum. Und der hat keinerlei Breite, also keine zusätzliche Breite. In den Highs, also in den hohen Frequenzen, wieder ein Tool, wieder ein Classic LFO. Diesmal aber Sechzehntel, gepunktete Sechzehntel, auch wieder Rechteckwelle, wieder Unipolar und wieder die Lautstärke lasse ich hier pumpen mit der Rechteckwelle. Sonst habe ich nichts an dem Tool verändert, dann dahinter noch einen Delay 1 mit 4er Sechzehntel. So, und ich mache jetzt folgendermaßen, während das Sample spielt, ziehe ich hier den Mix hoch und dann hört ihr, was diese Veränderung auch gerade mit den Tools und mit den Classic LFOs bewirkt. So, das heißt, ich habe jetzt, da kommt noch ein bisschen was nach. Das heißt, ich habe jetzt einfach einen Sound genommen, einen Synthi-Sound oder eine Melodie und habe den in drei Frequenzen aufgeteilt. Mit jeder Frequenz habe ich so eine eigene Rhythmik noch reingebracht. Das ist eine Methode, was man da machen kann. Es gibt aber oftmals, oder die Multiband FX 2 und 3 werden oftmals benutzt, zum Beispiel um eine Multiband-Kompression zu machen. Das heißt, man teilt hier diese Bänder auf, wie man das hier ganz normal tut, und packt dann in die jeweiligen Frequenzbänder einen Kompressor mit dazu und kann dann die einzelnen Bereiche, Frequenzbereiche separat voneinander komprimieren. Das benutzt man, um zum Beispiel Sounds oder Tracks einfach massiv lauter zu machen.
Ganz bekannter Vertreter ist das OTT, Over-the-Top-Compression-Tool, was es frei zur Verfügung gibt. Aber ich würde euch empfehlen, und das verlinke ich auch hier in dem Video drunter, Garen, der auch Tutorials auf Englisch macht, hat einen klasse Preset für Bitwig gebastelt mit Preset Devices. Das heißt, das ist alles mit Bitwig Devices. Das ist alles Bitwig. Die hat er ineinander verschachtelt und hat auch noch zwei Videos dazu gemacht. Das erste für die erste Version und das zweite Video für die Version 2 so als Update gemacht, wie ihr den OTT, den er GOAT, also G-O-A-T-T nennt, benutzen könnt. Den GOAT, den findet ihr in der Videobeschreibung von seinen Tutorials. Und wenn ihr den GOAT V2 haben wollt, müsst ihr halt im zweiten Video gucken. Aber wie gesagt, die Links, die packe ich unten in die Videobeschreibung zu seinen Videos. Und dort findet ihr auch dann immer die aktuellen Links zu seinen Downloads. So, das war's an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick in Multiband FX 2 und 3 geben. Relativ einfache Devices. Und dann kommt es einfach darauf an, was man mit den verschiedenen Frequenzen basteln möchte oder warum man es überhaupt braucht. So, ich würde mich freuen, wenn ihr die Videos kommentiert. Das würde mir schon sehr helfen und es würde mich persönlich auch so ein bisschen freuen, was von euch zu hören. Vielleicht auch mit Ideen, die ihr habt oder die ihr umgesetzt habt oder Fragen, die ihr habt, die ich vielleicht oder wir zusammen irgendwie beantworten könnt. Und was einfach mit ein bisschen Informationen zu euren Projekten vielleicht, würde mich auch einfach mal interessieren. Ist immer schön, wenn man so ein bisschen weiß, was die anderen machen, dann kann man unter Umständen auch drauf eingehen. So, das war es aber nun wirklich. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.